Ich werde hier mal reingehen, so. Vielleicht bringt das was. Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Boulder. Aber ich werde mal den Weg lang laufen. Um wieder zurückzukommen. Hier sind ziemlich viele Boulders. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir wirklich merken. Denn diese Boulders könnten hilfreich sein. Später mal. So, jetzt sehe ich wieder. Na, ich sehe nichts, weil ich genau den falschen Weg lang laufe. Das merkt man gar nicht. Habt ihr euch vorher etwa nicht bewegt? Menja! So. Menja! Nämlich mit dem Drumstick von diesem Tutan oder was das war. Von dem Guru-Guru-Vieh. Können wir das beste Essen machen, das es gibt. Nämlich irgendwie Truthahnsoße. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung dazu, aber ich denke mal, dass es ein gutes Essen ist. Wenn es 150 Hunger restort, ne? Also, ja. Ist das eigentlich ganz gut. Außerdem möchte ich doch eigentlich, dass das runtergeht. Blue Game sollte ich auch mal wieder verstauen. So, wenn ich den Shadow Manipulator... Ich glaube, der Shadow Manipulator gibt mir auch sehr viel Sanity zurück. Also sollte sich das trotzdem lohnen. Ah, ich habe mein Bart. Mein Bart ist amazing. Look at my Bart. My Bart is amazing. So. Wann kommt denn endlich dieser Shadow Manipulator? So, wir jetzt kommt noch ein Guru-Guru-Viech hinterher. Ja, it's getting late, I know. So, hier. Oder das. So, habe es. Ah nein, du musst noch gucken. Danke. So, noch mehr Crops. Die beiden können wir schon mal dir zu essen geben. Noch mehr. So, den storen wir und dann können wir hier auch Seeds sammeln. Ah, da unten ist keine Seeds. Schade. Aber wieder eine Dragonfruit mehr. Und einfach mal immer nochmal ein Seed hinterher pflanzen. I should dry some meats. Nein, sollst du nicht. Sehr schön. Und da können wir die gleich hier... Sehr schön. Pick up Seeds. Das heißt, wir machen das jetzt so lange, bis ich mehr werden hier. Ja, also wirklich. Nein! Hm. Mehr Dragon Fruit. Sonst nichts. Bist du denn des Wahnsinns? Willst du mich verhungern lassen, Vogel? Das solltest du nicht tun. Denn ich werde einen Weg finden, dir zu töten. Sofort. Auf der Stelle. Aber ich kann überall ein bisschen mehr machen. Ich könnte eine Pitchfork machen. Ich könnte Sachen machen. Shadow Manipulator brauche ich dazu zwar, aber egal. Ja, dann könnte ich Food. Eine Icebox. Eine B-Box. Nein, ich könnte eine Basic Farm machen, das ist ja toll. Eine Haywall, eine Woodwall. Kann ich alles machen, um meine Sanity wieder hochzukriegen. Das heißt, Sanity runter. Schnell. Schneller. Am schnellsten. Ah, hier, das kann ich auch noch reinpappen. Ich würde das gerne austauschen. So, ich habe noch ein Papyrus und ziemlich viel von anderen Sachen. Blowdart, Torch, ja, keine Ahnung.
möchte, dass mein Sanity runtergeht ohne Ende. Danke. Das ist auch ein seltener Wunsch, ich weiß. Aber kann man das nicht machen, wenn die Sanity runtergegangen ist, kann man sich danach nochmal entscheiden, ob sie wieder hochgehen soll oder nicht. Wäre doch schön. Für mich. Ah! Ich weiß, das ist Revier. So. Suspicious Dirt Pile. Weiter in diese Richtung. Ah, ich hab's gesehen. Unglaublich. Weiter in diese Richtung. Und dabei noch ein bisschen was zu futtern aufpicken. Ja, doch. Ah, da rein. Es muss jetzt ja hier irgendwo erscheinen. Da? Warum sehe ich die nicht? Hier war das davor, ne? Ja. Da! Ich hab's gesehen. Ha! Da! Okay, ich krieg's hin. Ah, das ist ein R. So. 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 Das ist down. Okay, sehr schön. Ja, es sind 8. Sehr schön. So. Ich wollte eigentlich nur das Fleisch, wie ihr vielleicht wisst. Habe ich das schon öfter gesagt. Ich möchte nämlich mehr Wiederbelebungsstatuen bauen. Bringt's nämlich. Sage ich euch. Das sage ich euch. So, jetzt kann ich nämlich den ganzen weiten Weg wieder zurücklaufen. Das war es nämlich, was ich wollte. Der Cola Alfantra kann man irgendwie. Trunk kann man irgendwie auch essen. Jetzt könnte ich meinen Dragon Pie vertragen. So. So. Ah, sind hier noch mehr? Nein. Schön. Haben wir es auch geschafft, endlich. Ist das? Egal. Scheiß drauf. Wir brauchen nur Meat. So. So, jetzt haben wir noch Holz. Ja, wir haben ganz viel Holz. Refine Holz. Wir brauchen 8 davon. Oh, mehr Holz. Noch 3. Reicht genau nicht. Doch, reicht. Sehr schön. Und jetzt Bartare. Magic. Meat FWG. So. Meat FWG. Yay. Und noch mehr Magic. So, dann habe ich 2 Miet-FWGs nebeneinander. Was sehr schön ist, weil dann haben wir wieder weitere Überlebensmöglichkeiten. Sehr schön. Ich habe nicht mehr als 90 Leben jetzt. Weil ich Miet-FWGs gebaut habe. Das ist gemein. Das ist ziemlich gemein. Oh mein Gott, aber dafür ist meine Sanity so hoch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. So. I can't go in there. Ich weiß. So, aber mit dem Stab anlocken ist ja eine sehr gute Idee gewesen. Anscheinend ist es jetzt wirklich reduziert. Oh mein Gott, der Drumstick geht aber schnell runter. Ich werde irgendwann in den nächsten 13 Minuten gucken. Ich werde jetzt nicht in den nächsten 13 Minuten irgendwas machen. Ah, ich habe die Herz noch nicht irgendwo hingepappt. So, die Strength Fruit Seeds. Die Eggplant Seeds. Eggplant ist auch immer sehr gut. Warten wir hier.
13 Minuten lang, dann sollte unser Naughtiness-Rating ziemlich weit runtergehen. Wie viel sind denn drin? Gut. Dann können wir die Trap checken. So, Store. So, und jetzt können wir Feuer machen. Natürlich können wir jetzt eine Breezy West machen. Noch eine weitere. Nein, können wir eigentlich nicht. Und deswegen haben wir ein Coral Fund Trunk Stay. Was uns ziemlich viel Leben zurückgeben sollte. Das nützt uns auch nichts mehr, oder? Es kann nicht höher gehen. Wir haben halt diese beiden Meat-FEGs gebaut. What the handsome devil, ja. Und mit diesen Meat-FEGs können wir dann später halt uns wiederbeleben. Okay, jetzt hast du es natürlich schon gegessen. Aber das liegt ja noch in der nahen Zukunft. Haha. Und so weit, so gut, ne? Na, okay. Wir können auch pro Tag immer ein Part raushauen. Dann hätten wir jetzt schon 50 Parts. Das interessiert ja keinen. Nein, das wäre viel zu kurz und so weiter. Haben wir schon 3 Minuten wieder überstanden hier, ohne irgendein Kleinvieh zu töten. Was ist sehr gut. Hi, Monek. Ich wollte eigentlich wissen, wann fängt jetzt endlich wieder Winter an. Den wollte ich nämlich schon immer wieder mal haben. Die Garland ist fast weg. Damit hätten wir fast irgendwann mal Sachen. Jetzt haben wir den nächsten, Sache, ne? Den nächsten tollen Sache, was ich wäre, Name ich. Ach, Dragon Pie. Ich vergessen habe, wollte ich sagen. So. Durch den Dragon Pie haben wir halt ziemlich viel Leben gekriegt. Ich weiß nicht, was noch passiert, wenn ich noch einen Dragon Pie esse. Wäre bestimmt lustig rauszufinden. Wenn ich jetzt eigentlich 2 geplantet habe, dann werde ich, also 2 schon gemacht habe, gesagt habe, dann plante ich die. Und dann habe ich mehrere Dragon Pies, die ich verwenden kann. So, einigermaßen. Ich werde das Koala Fun Trunk Steak nicht essen, weil ich möchten wissen will, was das bringt. Ich werde den Drumstick bald verwenden, halt, in 10 Minuten. Dann mache ich einen kleinen Cut und dann werde ich gucken, was der... Ich werde mir mal ein paar Sachen ausdrucken müssen. Die Rezepte und so weiter werde ich mir ausdrucken müssen, damit ich das bei Bedarf bei mir habe und griffbereit in der Nähe liegt, sollte das. Ja, und ich weiß nicht, warum ich jetzt so niedrige HP habe. Liegt das wirklich an den 2 Meter-Wiggies? Weil das wäre ziemlich nervig. Auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viel Leben. Ich habe 3 Leben noch zu verwenden. Nämlich, wir haben ja hier hinten... Irgendwo war das ja. Da. Die, den Touchstone activated. Da würden wir auch Nightmare Fuel kriegen. Wenn wir sterben würden, würden wir, glaube ich, zuerst in den geben. Und dafür ein Nightmare Fuel bekommen. Das wollen wir aber erstmal nicht. Wir wollen erstmal überleben, indem wir einen Riesenbart am Sammeln. Und, dann den wieder scheren. Und dann haben wir wieder 9 weitere Sachen. Nach 16 Tagen wieder. Sehr schön. So. Big Berry Bush. Sehr schön. Nein, euch werde ich nicht sammeln gerade. Die ist gleich weg, die Galande. Also kann ich so ruhig aufbehalten. Oh, ich bräuchte unbedingt Zahnräder. Okay, ein paar kann ich ja auch sammeln, oder? Ich würde es ja nicht als Naughtiness geratet. Also... Gezählt, hoffe ich. Sobald ich nämlich total... Ja, ich werde die anequippen. Total down bin, wird das hier super. So. Pick up Mania. Sehr schön. Oh, die sind schon riesig. Die Kinderchens. Die Kinders. Die würde ich gerne nicht als Feinde haben. Nee, nee. So läuft das nicht. So. Du bist ja nicht sauer. Ja, ja. Ich möchte einfach nur ein paar mehr Sachen haben, während meine hoffentlich langsam mal runtergeht. Okay, anscheinend nicht. Anscheinend ja nicht. Ach, da. Da ist die Kacke, die ich gesucht habe. Die Suspicious Dirt Pites sind wirklich sehr sinnvoll. Ah, du bist auch nicht sauer.
So. Wir sollten ein bisschen wirklich Menja ein bisschen aufsammeln. Damit wir was haben. Na, ich werde es noch nicht essen. So. Das Problem ist, dass wir durch Meat Boys halt immer ein bisschen Sanity dazu kriegen. Das ist eigentlich kein Problem, ist eigentlich super, aber leider ist das für mich ein Problem. Ich muss was tun, was mir Sanity absieht ohne Ende. Ich muss mich in der Nähe von Evil Flowers begeben. Die ja, wie wir wissen, irgendwo da hinten wachsen. Da, da, wo mein Haus sind, zeigt nämlich. Hier irgendwo war das. So. Nichts passiert, sehr schön. Jetzt hätte ich hier nämlich wieder die Total Rescue Mission machen müssen für mich selber. Ich sollte auch mal die Schaufel auspacken und alle ausgraben. Das bringt nämlich eine Menge. Denke ich mal. So, ganz viel Loks, ganz viel Pinecones. Na, ich sollte nichts davon picken. So. Equip with your spade und digge das hier aus. So, und dann pflanzen wir natürlich neue Bäume. Die wir natürlich sehr weit voneinander wegpflanzen, damit wir, falls noch ein Trigger spawnen könnte, nicht in Gefahr sind. Ich glaube, 3 auf einmal konnten spawnen, ne? So. So, kein Baum weit und breit. Sehr schön. Hallo, danke. So. Sehr viel Holz. Finde ich sehr schön, dass wir auch mal Holz holen gehen. Ist immer schön, Holz holen zu gehen. Dadurch wird nämlich meine Spade runtergespadet. Das möchte doch jeder. Dass seine Spade runtergeht wie ein Edermann. Oh ja. Noch mehr. So, da sollten jetzt die alle wieder gewachsen sein. Ja. Da sind noch unsere beiden Meat-Effigies. Ah, die Durian, die uns ziemlich viel bringt, wenn sie gekocht ist. So. Ah, plant. Plant. Und Harvest Crop. Mal gucken. Ah, Gif. Einmal Dragon Fruit Seeds. Ist auch okay. Planten wir nämlich hier. Und haben mal tolle Sachen. Können wir nämlich die Druiden jetzt gucken. Tolle Smelly, 110, 135 und das geht nicht runter. Obwohl das eigentlich manchmal auch ziemlich gut wäre, wenn das runtergehen würde. Yay. Aber ich würde sagen, nach dieser Sache hier, wir haben ja jetzt schon 10 Minuten nichts getötet, 10 runter an unser Naughtiness Rating. Das heißt, wir sind ohne Gefahr, 9 dieser Dinger zu töten. Sehr schön. Und ja. Oder wollen wir jetzt hier... Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir das hier zocken. Und bis dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö.